So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Terraria Adventure Map A Link to Terraria. Wir haben in der letzten Folge unsere tollen Outfits bekommen. Ein grünes, ein gelbes, ein rotes und ein blaues. Das grüne trägt Spieler Nummer 1, Mito. Das gelbe hat Chlorella, unsere Anführerin. Das rote hat der übereifrige Iroh. Und das blaue hat der Kameramann Lucky Two. Und ja, wir sind hier gerade in. Wo sind wir denn gerade? Ja, wo sind Irgendwo in der wir Mitte des Waldes, denn? im Irgendeiner Tempel der alten Älteren. Elders Tempel. Und hier wird uns jetzt ein, ich glaube, ein magischer Boomerang verliehen. In dieser Truhe sollte er sich befinden. Möge Spieler 1 einmal nachsehen. So, habt ihr jetzt hier irgendwie reingeguckt, was das hier ist? Spieler 1 Also, guckt wir haben gerade hier nach. viermal Boomerang. Ich nehme mal einen. Super. So, der nächste bitte. Ja, hab ihn. Ah, wer geht der denn? Hab ihn. Hier unten sind noch ein paar Fässer. Hä? Was muss man da machen? Du nimmst dir den Boomerang? Was ist denn Wummer? Ach, da. Den Boomerang. Da ist gerade irgendwas weggeflitzt. Was tut man damit? Ach, da sind da Münzen in den Fässern, wie witzig. Und Pfeile. Darf man die nehmen? Ich denke schon. Wenn du möchtest, kannst du dir die nehmen. Ich nehme mir nichts. Als Kameramann brauche ich keine Bezahlung. Ich mache das ganz for free. Meine Bezahlung ist die Okay. Story hinterher, die ich dann ja aufgezeichnet haben werde. Hoffentlich. Dann plündern wir die raus. Ah, will jemand ein Kupferschwert haben? Nee, ich hab noch Kupferschwert. eins. Nee, danke. Ich habe Ah, keins mehr. das Wir haben haben wir auch natürlich. übrigens gar kein Kupferschwert. Das haben wir weggeworfen. Ja, stimmt, aber hier ist eins in der Kiste. Echt? Naja. Oh. Ist ja abgefahren. Ja. Da unten ist Aber noch es eine ist nicht. total interessante Kiste. Da ist auch ein Schild drauf. Ich kann das lesen. Aber wir kommen nicht zu der Kiste hin, oder? Ich guck mal. Ich guck mal, was das Schild sagt. The passage down looks too deadly to try and fall down. You better head to the upper section and find a key for that chest. Okay, irgendwo oben gibt es anscheinend einen Schlüssel für diese Truhe. Okay. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt schon nach oben können. Wir sollen ja erstmal nach rechts gehen. Ja, wir können ja mal versuchen, hier hoch zu hüpfen. Mal sehen, was oben ist. Ja, weiß ich nicht. Ich guck mal, wo die Action Ja. abgeht. Die geht hier offensichtlich gerade ab. Natürlich. Haha, Boomerang! Hui, Boomerang. Mein Gott, die ganze Zeit mein Inventar auf Ist ja mir, so ein Quatsch. abgefahren. Oh, ein neues Schild. Hallo, Oh, hier Schild. kann man rauf. It's a Ja, secret to jetzt. everybody. Eine Truhe. Wo denn? Ja. Über dem Schild. Ah, über dem Schild. Cool. Ich beschütze euch, ihr dürft mal reinduschern, wenn ihr Okay. wollt. Was haben wir denn? Ein Smaragdstab für jeden von uns. Ich weiß nicht, was er Wahnsinn. macht. Ich Cool. springe mal drüber. Er zaubert. Bist du gerade dran? Ja. Oh, Nice. meiner Superior. Wow. Meine auch. Nimm das, ihr fliegenden Fische. Ah ja, stimmt, jetzt können wir ja auch mehr. Magic. Sehr Achtet auf euer schön. Mana. Mana, Mana. Yay. Oh. Wow! Zwei Schleime mit einem Schuss erwischt. I feel so powerful now. Das sieht so cool aus mit diesem dichten Wald. Ich hätte gerne eine Axt, mit der ich das jetzt alles abholze. Ich weiß, was du meinst. Das wäre zu Was haben wir cool. hier? Was ist das? Das sieht aus wie der Eingang nach Mann, wie heißt das noch? Mandas Village. Da steht Hyrule Castle Westgate. Hyrule Castle Westgate. East Mandas Village. Ich Further glaube, wir haben uns East verirrt. Hyrule Castle. Wieso? Wir sollen weiter nach Osten gehen. Wir wollen doch nach Mandas Hyrule? Village. Okay. Also, Mandas Village
zu unserer Rechten und noch weiter zu unserer Rechten Hyrule Castle. Ist da oben noch wieder so ein Secret to Everybody? Das sieht zwar so aus. Oh, das sind aber schicke Stühle. Ja. Hm. Oh, so hübsch, ne? Okay, aber auch hier scheint ja nichts zu sein. Au. Tür auf, weiter geht's. Eine weitere Announcement-Box. Sie sagt uns, Welcome to Mundus Village. Willkommen in Mundusdorf. Ja. Super, wir sind angekommen. Woohoo! Oh, da ist noch ein Schild. Mehr zu lesen. Ja, ich liebe lesen. Leg mal los. Look for sky beds throughout your journey to save your location. You should always save your location when you find a new sky bed. Turn the lights on here and save your location for the first time. You can use the chests below to store old weapons and armor. Okay. Also das ist jetzt unsere Basis. So. Genau, hier ist ein Speicherpunkt. Wir können mit dem Rechtsklick auf das Bett können wir den Spawnpunkt setzen. Das heißt, wenn wir sterben, kommen wir hier wieder raus. Mhm. Haben das alle gemacht? Yep. Sehr schön. Und unten Tada! Sind irgendwie Truhen, auf denen wir alte Sachen hinlegen können. Oh, hier ist unser Schweinchen. Da tue ich mein Geld rein. Ja, Rechtsklick auf dieses kleine rosane Ding im Regal. Dann kannst du da dein Geld reintun und auch andere Sachen. Das ist dann safe, das verlierst du dann nicht mehr, wenn du stirbst. Weiß zwar nicht wofür, aber wir konnten ja irgendwann später Sachen kaufen. Im Moment habe ich gar keine alten, überflüssigen Waffen. Ja, noch nicht, aber das Abenteuer ist ja noch am Anfang. Genau, bestimmt finden wir da irgendwann noch was. Oh Gott, hier die Action passiert schon wieder und ich bin nicht da. Hilfe hinterher! So. Im Moment passiert noch nicht so viel. Alter, da ist ein Verkäufer, wie cool! Oh, Tür aufmachen. Moin! Hallo! Es ist Merchant! Ein Händler. Was hat er denn so im Angebot? Lucky to is it. I've heard good things, friend. Okay, der verkauft uns allerhand Sachen. Wir dürfen allerdings nur, was dürfen wir kaufen? Potions? Munition und Shuriken. Wahrscheinlich auch ein Glowstick, ne? Der ist ja auch werfbar. Oh, das mach ich mal. Ich kauf mal 5 Glowsticks. Vielleicht, wenn irgendwo was dunkel ist, kann ich die da hinwerfen, wer weiß. Dann nehme ich ein paar Shuriken mit. Auch nicht schlecht, die Idee. Kauft uns noch jemand was? Nö, ich habe mein Geld ins Schwein getan. Kannst du trotzdem kaufen. Achso. Also du siehst dann irgendwo steht da, wie viel was? Savings du hast. Koschka Black Mock. Oh, sorry, that's Klingon for buy something or die. Was? Witzig, der kann Klingonisch. Der spricht Klingonisch mit mir. Er sagt zu mir, buy something or die. Oh, hier ist doch noch ein Lineback. Jarblar Hardar. Da kann ich auch noch was kaufen. Eine Kanone? Nee. Cannonball? Nö. Nö, nö, nö. Hier kann man Piratensachen kaufen, aber die dürfen wir ja alle nicht kaufen. Genau. Aber können wir gucken, was hier in den Truhen so alles ist. Was für Truhen? In den Fässern, meinte ich. Ach, da ist nur Müll drin. Huch, was ist das für ein Typ? Das kann der Spieler 1 mit sich rumschleppen, wenn er will. Aber als Kameramann nehme ich das nicht. Oh! About time we got a barkeep around here. My room was almost gone. Er möchte einen neuen Rum haben. Naja, ich habe jetzt leider keinen dabei. Aber, wo mich gerade ans Trinken erinnert, ein Schluck Wasser ist immer gut. Stay hydrated. Yeah. Oh, die Milchbar. Hä? Wo erkennt ihr das? Ist ein Schild. Ist ein Schild. Mr. Barton. Milk Bar. Okay. Was Mr. Barton. Das? No wonder Tubert has so many accidents. You can't imagine how much ale he buys from me. Eternia Crystal? What? Was ist das? Ale, Eternia Crystal. Oh Gott, damit kann man die Eternia Sachen beschwören. Naja, oh, ich glaube, das kennt ihr noch nicht. Egal, dürfen wir alles nicht kaufen. Na gut.
selbst die Routen, die Dinger hier, diese Magie, was denn? Blitzauer-Route, Sprengfallen-Route. Ist das Munition oder eine Potion oder etwas, womit man wirft? Aber, nee, aber es dann sieht sehr Zelda-mäßig aus. Das... Wir halten uns erstmal an die Regeln, bitte. Na schön. Da unten ist ja eine Toilette. Ich glaube, ich mache mal ganz kurz eine Klopause, Sekunde. What's up here? Ach, hier ist der Bürgermeister, wohnt hier oben. So, wo ist denn jetzt das Waschbecken? Ich würde mir gerne die Hände waschen. Das geht nicht. Okay, dann trockne ich die am Feuer. Alles klar, ich bin ready. Von mir aus kann es weitergehen. Entschuldigung, ich musste ganz kurz auf die Toilette. Wir sind oben. Oben. Das ist okay. Habt ihr die Tür nicht zugemacht? Ich komme hinterher. Hä, wieso sollen wir die Tür zumachen, wenn ihr noch da seid? Weil ich krieg die Tür nicht mehr zu. Ah. Mayor's Home. Das Haus des Bürgermeisters. Huch, lass mal reinkommen. Der hat das aber schön eingerichtet hier. Wahnsinn. Da sind Schilder. Schilder. Zeit zum Lesen. You are wearing the clothes of the hero of legend. You say the seven sages sent you here? Then it must be true. The hero has returned. My name is Dutour, and I'm the mayor of Mundus Village. You say you don't know where you are at? Well, this is the land of Hyrule, and you are in Mundus Village. Hyrule Castle is just to the east. I have some arrows you can take from the barrels downstairs. They'll do me no good as I don't have a bow for them. Maybe you'll find a bow out there somewhere. Thank the goddess Helia that you showed up. I can't believe the legendary hero is back to save us. You must first visit the king. He'll really want to meet you. Cool, unser nächster Auftrag. Wir müssen den König besuchen, der vermutlich im Schloss wohnt. Das ist Dutour. Was? Was ist los? Collect. Nee, ich collecte mal lieber nicht. Ich glaube, das ist der Tax Collector. Da kann ich dem kann ich Geld geben anscheinend. Mach ich mal lieber nicht. Ja, bei mir sagt er, you again? Suppose you want more money? Oh, oder kriegen wir das von ihm? Collect one more? Weiß ich nicht. Sollen wir uns das Geld dann nochmal da von ihm abholen? Ich hol's mir nicht. Nee, ich auch nicht. Oh, hier sind nur ein paar Fässer für uns. Nein! So, wer will Pfeile haben? Hier ist ein neues Bett, das können wir wieder als Spawnpunkt setzen. Oh, klasse. Pfeile, ja. Ist in jedem Fass ein Pfeil drin? Unbedingt. Ich habe mir gerade 150 hier, geklaut. Hier sind noch Heiltränke drin. In dem hier. Heiltränke. Hier ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Ich sehe keine Heiltränke. Nee, ich meinte, wo ich gerade gestanden. Hier. Links. Ja. Hier ist für jeden ein Heiltrank. Stapel. Zwei, oder? Genau, zwei Heiltränke. Ah ja, okay. Also ich habe jetzt 5 Heiltränke und 150 Pfeile. Das brauche ich 150? Ähnlich. Ja, da waren 4x 150, glaube ich, oder? Wow, nicht schlecht. Einmal 150 sind noch da, also irgendwer hat noch keine Pfeile abgeholt. Hä? Wo sind welche? Rechts unten im Fass. Ah ja, ich sehe es. Hat jeder 150 Pfeile? Ja. Ja. Nein. Hä? Warte mal. Okay, ich sehe das auch gerade nicht. Keine mehr da? Hat jemand mehr als 150 Pfeile? Ich habe mehr als 150. Oh, gib mal bitte Chlorella 150 Pfeile. Du hast ja vermutlich 300, nehme ich an. Ja, wie geht das nochmal? Gut, geschafft. Hast geschafft? Okay. Ach, da. Danke. Supi. Dann, ich gehe mal ganz kurz ins Bett. Ich muss mich ausruhen. Das war eine anstrengende Reise hierher. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge können wir uns hier weiter auf den Weg machen. Wir müssen zum Schloss gelangen.
Denn der König möchte mit uns sprechen. Wir haben offensichtlich den Auftrag, das Land zu retten. Ein Glück sind wir zu viert. Das wird sicherlich einfacher, als wenn wir alleine unterwegs wären. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es euch gefallen hat. Dann könnt ihr mehr sehen, wie es hier weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Bis dann, Leute.